Ja, wir sollten beginnen. Da ich mir nicht so sicher bin, wie lang die Klimaanlage dieser Gegenbewegung hier standhält. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, Antisemitismus ist ein konstitutiver Erkenntnisgegenstand der kritischen Theorie und Analysen wie Max Horkheimers, der übrigens dieser Tage seinen 50. Todestag feiert, kann man nicht sagen. Der 50. Todestag steht übermorgen an. Analysen wie Max Horkheimers und Theodor Adornos Elemente des Antisemitismus zählen zu den kanonischen Texten der sogenannten Frankfurter Schule. Auch aus diesem Grund, aber nicht nur aus diesem Grund, sondern nicht zuletzt auch aufgrund seines unheimlichen Überlebens, hat sich das Institut für Sozialforschung dazu entschlossen, den Antisemitismus zum Gegenstand der Adorno-Vorlesungen im Jubiläumsjahr 2023 zu machen. Die Adorno-Vorlesungen 2023, zu denen ich Sie hiermit sehr herzlich begrüßen möchte. Horkheimer Adornos Überlegungen etwa im 5. Kapitel der Dialektik der Aufklärung standen ganz im Erfahrungs- und Sinnhorizont der nationalsozialistischen Judenvernichtung als deutsches Verbrechen. Der Antisemitismus erscheint hier nicht nur als Produkt der bürgerlich aufgeklärten Gesellschaft selbst, sondern wird wesentlich auch zum Gegenstand psychodynamischer Deutungen und psychoanalytischer Reflexion. Gegen die These einer maßgeblich ökonomischen Rationalität des Antisemitismus stellen Horkheimer Adorno auf dessen Irrationalität ab, auf die Ergründung eines destruktiven Begehrens und argumentieren zentral mit dem psychischen Mechanismus der Projektion bzw. der Abwehr, sprich der Umkodierung innerer Triebregungen auf äußere Angriffe. Diese wiederum werden im Antisemitismus Horkheimer Adorno zufolge nicht als von einer disziplinierenden gesellschaftlichen Ordnung ausgehend gedeutet, sondern auf ein personifiziertes Ersatzobjekt verschoben, die Sozialfigur des Juden, der Jüdin, der gegenüber ein individuell als pathologisch auffallendes Verhalten in der kollektiven Aktion effektiv normalisiert werden kann. Von diesem wie auch von anderen Elementen einer kritischen Theorie des Antisemitismus grenzen sich die Analysen von Ilka Kindo, die wir zu unserer großen Freude für die, wenn ich recht sehe und gezählt habe, 21. Adorno-Vorlesung gewinnen konnten und die ich hier heute Abend besonders herzlich begrüßen darf. Von diesen Elementen einer kritischen Theorie des Antisemitismus grenzt sich Ilka Kindo, wenn ich recht sehe, auf instruktive Weise ab. Mit einem ganz eigenen Zeitkern ihrer Analyse versehen, selbstverständlich, und aus einer spezifischen psychoanalytischen Perspektive argumentierend, lädt Ilka Kindo zu einer kritischen Relektüre der klassischen Frankfurter Studien ein und dazu das dort angelegte theoretische Geflecht von Antisemitismus und Autoritarismus aufzulösen. Ilka Kindo, gebürtige Duisburgerin, bei allem, was ich jetzt sage, kann sie mich dann im Anschluss dementieren, gegebenenfalls, oder korrigieren. Gebürtige Duisburgerin hat Psychologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Da gibt es auch zwei Meinungen. Und Soziologie hier an der Goethe-Universität Frankfurt am Main studiert. Promoviert wurde sie im Fach Psychologie an der Universität Kassel. Habilitiert hat sie sich in der Soziologie an der Universität Flensburg. Sie war Professorin für Psychologie an der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen und hat seit dem Jahr 2004 eine Professur für klinische Psychologie an der Fachhochschule Frankfurt-Main, mittlerweile Frankfurt University of Applied Sciences, inne. Ilka Kindo ist approbierte psychologische Psychotherapeutin und Lehranalytikerin der Deutschen und Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Sie war 2018 bis 2020 Präsidentin der International Psychoanalytic University in Berlin und ist seit 2020 Fellow
und bis gegenwärtig Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Aus einer ganzen Reihe von Buchveröffentlichungen seien hier nur genannt Trauma und Geschichte, Interpretationen autobiografischer Erzählungen von Überlebenden des Holocaust aus dem Jahr 1995, Spur und Umschrift, die konstitutive Bedeutung von Erinnerung in der Psychoanalyse 2004, Verführung und Begehren, die psychoanalytische Sexualtheorie nach Freud 2008 sowie der Wunsch nach Nähe, Liebe und Begehren in der Psychotherapie gemeinsam mit Wolfgang Schmidbauer im Jahr 2017. In ihrer heutigen Vorlesung, der ersten von drei Vorlesungen, geht es um die Funktionalität des Antisemitismus, verstanden als psychische Funktionalität. Mit der alteritätstheoretischen Psychoanalyse betont Ilka Kindow das Fremde im Eigenen, die Fremdheit des Unbewussten als mögliche Brücke zwischen Psychoanalyse und kritischer Theorie und verweist en passant auf das Problem des, wenn man so will, Othering im Feld des Antisemitismus. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich und ausdrücklich bei unseren fördernden Förderern des Instituts für Sozialforschung, also der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen. Und ich bedanke mich für die langjährige und auch in diesem Jahr erneuerte Kooperation mit dem Suhrkamp Verlag in Sachen Adorno-Vorlesung. Was die... Ja... Ja, ein Drittel Stadt Frankfurt, ein Drittel Land Hessen, ein Drittel Suhrkamp Verlag. Stellvertretend für die an der Vorbereitung und Organisation dieses Abends und der drei Abende beteiligten Mitarbeiter des Instituts möchte ich an dieser Stelle, und es ist wirklich nur stellvertretend, nur Almut Poppinger und Eva Fleischmann nennen und mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Jetzt ist der Applaus durchaus gerechtfertigt. Und der größte Dank geht selbstverständlich an die Referentin, an Ilka Kindow, die, das darf man glaube ich sagen, sehr spontan zugesagt hat, als wir angefragt haben, sie eingeladen haben und die eine extrem unkomplizierte Kooperationspartnerin jetzt über die gesamten Monate hinweg war. Auch das muss man sagen, weil es nicht gewöhnlich ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Lessenich, für die freundliche Einführung und die Einladung hier zu den Vorlesungen, die ich sehr gern angenommen habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, an die Zusammenarbeit von Psychoanalyse und kritischer Theorie knüpfen sich große Erwartungen. Vielversprechend und innovativ war vor knapp 100 Jahren die Verbindung einer psychologischen und einer gesellschaftskritischen Perspektive. Paradigmatisch für diese Verbindung steht das Konzept des autoritären Charakters. Mit ihm sollte die Empfänglichkeit der Subjekte für den Faschismus erklärt werden. Die großen sozialpsychologischen Studien der kritischen Theorie in den 30er, 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts lassen einen engen Zusammenhang erkennen zwischen den drei Schwerpunkten Autoritarismus, Faschismus und Antisemitismus. Doch so überzeugend das möglicherweise damals gewesen sein mag, so könnte die enge Verbindung von Autoritarismus und Antisemitismus uns heute den Blick auf den gegenwärtigen Antisemitismus verstellen. Ich möchte nun das Konzept des autoritären Charakters aus psychoanalytischer Perspektive in Frage stellen und andere Möglichkeiten skizzieren, um die psychische Empfänglichkeit für Antisemitismus verstehbar zu machen. Dazu werden 5 Punkte ausgeführt. Erstens werde ich schlaglichtartig das Verhältnis von kritischer Theorie und Psychoanalyse beleuchten und den Visionen und Problemen dieser Zusammenarbeit nachgehen. Um einigen dieser Probleme von psychoanalytischer Seite aus zu begegnen, werde ich zweitens einen aktuellen Ansatz aus der französischen Psychoanalyse skizzieren. Dieser versteht sich als Weiterentwicklung der Freudschen Triebtheorie.
Aufgrund seines Primats des anderen möchte ich ihn alteritätstheoretische Psychoanalyse nennen. Drittens werde ich Grundzüge der Antisemitismus-Theorien von Freud und Fenichel rekonstruieren, um mögliche psychische Funktionen des Antisemitismus herauszuarbeiten. Im vierten Punkt werde ich dafür plädieren, die Referenz zur Psychoanalyse bei der Erhellung des Antisemitismus nicht inhaltlich, sondern methodisch zu bestimmen. Die Selbstreflexion könnte dazu dienen, der eigenen Empfänglichkeit für Antisemitismus auf die Spur zu kommen. Und fünftens werde ich schließlich versuchen, die Funktion des Antisemitismus als Lösung konflikthaften Begehrens darzustellen. Ich komme zu meinem ersten Punkt, kritische Theorie und Psychoanalyse, Visionen und Probleme dieser Verbindung. In seiner Schrift Geschichte und Psychologie aus dem Jahr 1932 führte Max Horkheimer aus, dass man sich angesichts des drohenden Faschismus insbesondere für die psychologische Erhellung der, Zitat, irrationalen, zwangsmäßig die Menschen bestimmenden Mächte, Zitat Ende, und von daher für eine Psychologie des Unbewussten interessierte, die in einen gesellschaftstheoretischen Rahmen eingespannt war. In systematischer Auseinandersetzung mit Horkheimers Schrift beschrieb Adorno seine Vorstellung vom Verhältnis von Psychologie und Soziologie. Emphatisch erwartete er von der Entfaltung dieses Zusammenhangs die, ich zitiere, volle Einsicht in den Zusammenhang der gesellschaftlichen Totalität. Soweit Adorno aus dem Aufsatz zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie. Später kam dann insbesondere durch Adorno der Anspruch hinzu, pädagogische Maßnahmen zur politischen Intervention gegen den Autoritarismus zu entwickeln, etwa in Aufsätzen wie Erziehung nach Auschwitz. Der Fokus auf das Irrationale bestimmte die gemeinsamen Arbeiten von Horkheimer und Adorno. Dies jedoch zog ein auf spezifische Weise eingeschränktes Verständnis von Psychoanalyse und dem Unbewussten nach sich. Denn nach ihrem eigenen Selbstverständnis befasst sich Psychoanalyse nicht nur mit Irrationalem, sondern geht davon aus, dass das Unbewusste und seine Konflikten allen psychischen Vorgängen zugrunde liegen, bis hin zu den komplexesten intellektuellen Leistungen. Dementsprechend lässt sich das Unbewusste auch nicht überwinden. Man kann sich nicht davon befreien, wie dies manche Schriften der Theorie, der kritischen Theorie anklingen lassen. Das Irrationale wird von Adorno als Beschädigung des Subjekts begriffen, die sich aus der Verinnerlichung gesellschaftlicher Herrschaft ergebe. Seine Vision ist ein herrschaftsfreier Zustand, von ihm Versöhnung genannt. Folgt man diesem Gedanken, würde sich auch die Psychologie des Unbewussten erübrigen, denn es gäbe keine Beschädigung des Subjekts, kein Irrationales mehr. Nach Adorno sind, ich zitiere, Gegenstand einer psychoanalytisch erfahrenen Soziologie Mechanismen und Schemata, die weder voll realitätsgerecht noch als neurotisch oder gar psychotisch zu fassen sind. Soweit Adorno aus der Schrift Aberglaube aus zweiter Hand. Diese Mechanismen und Schemata sind Systeme von Meinungen, in denen Gesellschaft gedeutet wird. Detlef Clausen nennt sie Alltagsreligion. Die charakteristische Gestalt solcher Meinungen stellt der Nationalismus dar. Er wird nicht auf den Bereich des Politischen beschränkt, sondern als Phänomen des Alltagslebens verstanden. Die subjektiven Voraussetzungen der Empfänglichkeit für solche Meinungen liegen nach Adorno in einer fundamentalen libidinösen Konstellation. Diese stellt sich für ihn zunächst als autoritäre Charakterstruktur und später dann als Einheit von narzisstischer Besetzung der eigenen Person und narzisstischer Kränkung derselben dar. Diese Versuche, die Zusammenhänge von Individuum und Gesellschaft sozusagen vom Seelenende der Welt her, wie Freud das nannte, zu beleuchten, sind in den frühen 1970er Jahren von psychoanalytischer Seite wieder aufgenommen worden. Etwa das Projekt einer kritischen Theorie des Subjekts, das mit den Namen von Alfred Lorenzer und Klaus Horn verbunden ist. Es ist ein wesentliches Verdienst dieser beiden, die Bezugnahme der Sozialwissenschaften auf die Psychoanalyse eben nicht von inhaltlichen Fragestellungen her, sondern von der Methode aus zu begründen. Dabei beziehen sie sich mit Habermas auf Psychoanalyse als epistemologische Disziplin, als das, neben der Ideologiekritik, ich zitiere, einzig greifbare Beispiel einer methodisch Selbstreflexion in Anspruch nehmenden Wissenschaft. Zitat Ende. Die Reflexion des eigenen Erkenntnisinteresses wird als konstitutives Merkmal kritischer Wissenschaften verstanden.
Paradigmatisch für die Verbindung von kritischer Theorie und Psychoanalyse steht nun das Konzept des autoritären Charakters. In den Studien über Autorität und Familie von Horkheim aus dem Jahr 36 wurde als geistiger Kitt der Gesellschaft eine autoritäre Charakterstruktur konzipiert. Die Familie stellt dabei die entscheidende Instanz der Vermittlung von Herrschaftssystem und Subjekt dar. Die kapitalistische Gesellschaft werde nicht nur durch wirtschaftliche Faktoren und physische Gewalt zusammengehalten, sondern ebenso durch die psychische Verfasstheit ihrer Mitglieder. Gekennzeichnet sei der autoritäre Charakter durch die widersprüchlichen Strebungen nach Unterwerfung und Gehorsam einerseits und Lust an der Beherrschung und Aggression gegenüber Schwächeren andererseits. Soweit Fromm aus dem Jahr 36. Horkheimer und Adorno haben dies eine sogenannte Radfahrernatur genannt, nach oben buckeln, nach unten treten. Voraussetzung für die Entwicklung des autoritären Charakters sei ein schwaches Ich. Dies sei nicht hinreichend in der Lage, die verschiedenen innerpsychischen Anforderungen mit der äußeren Realität zu vermitteln und neige daher zu pathischen Projektionen, wie Adorno dies formulierte. Antisemitische Klischees sind ein wesentlicher Inhalt solcher Projektionen. Mit dem Konzept des autoritären Charakters sollte auch die psychische Empfänglichkeit für den Nationalsozialismus verständlich werden. In Freuds Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse aus dem Jahr 21 findet Adorno das Wesen und den Inhalt faschistischer Propaganda beschrieben. In dieser Schrift widerspricht Freud der seinerzeit gängigen, prominent vom Massenpsychologen Gustave Le Bon vertretenen Annahme, dass es spezifische Eigenschaften von Massen, eine sogenannte Massenseele, gebe. Vielmehr entstünden die Veränderungen der Einzelnen in der Masse allein durch den Vorgang der Regression. In der Masse würden Verdrängungen aufgehoben und verpönte, lustvolle Regungen wie Verschmelzungswünsche und Hingabe, aber auch Wut und Hass sichtbar. Die anscheinend neuen Eigenschaften, die Subjekte in der Masse zeigen, seien nichts anderes als Äußerungen ihres eigenen Unbewussten, in dem, wie Freud sagt, alles Böse der Menschenseele enthalten sei. Besonders auffällig und problematisch sei das eigentümliche Schwinden des Gewissens oder Verantwortlichkeitsgefühls, das in der Masse häufig zu beobachten sei. Freud erklärt dies damit, dass, ich zitiere, der Kern des sogenannten Gewissens in der sozialen Angst bestehe. In der Schrift Zeitgemäßes über Krieg und Tod schreibt Freud, ich zitiere nochmal, unser Gewissen ist nicht der unbeugsame Richter, für den die Ethiker es ausgeben. Es ist in seinem Ursprung soziale Angst und nichts anderes. Wo die Gemeinschaft den Vorwurf aufhebt, hört auch die Unterdrückung der bösen Gelüste auf und die Menschen begehen Taten von Grausamkeit, Tücke, Verrat oder Rohheit, deren Möglichkeit man mit ihrem kulturellen Niveau für unvereinbar gehalten hätte. Soweit Freud aus dem Jahr 1915. Warum sind diese Überlegungen wichtig? Die damals, aber eben auch heute noch verbreitete Annahme einer sogenannten Massenseele impliziert, dass es bestimmte Menschen seien, die sich zu Massen zusammenschließen oder von ihnen angezogen werden. Zweifelsfall sind es eben immer die anderen, die für den Faschismus anfällig sind. Dem würde Freud nun widersprechen, indem er deutlich macht, dass das Verhalten in Massen lediglich fremd und anders erscheint, weil es eben verdrängt und unbewusst geworden ist. Die Aufhebung der Verdrängung macht das Fremde und andere zugänglich. Das meint der Vorgang der Regression und eben als Kern des eigenen erkennbar. Im Anschluss an Le Bon nennt Freud die folgenden drei Merkmale des besonderen Verhaltens in Massen. Neben dem Schwinden des Verantwortungsgefühls, die Ansteckung im Hinblick auf Gefühle und Handlungen sowie die Suggestibilität. Diese spezifischen Eigenschaften des Verhaltens in einer Masse finden sich eben nun nicht nur bei bestimmten Menschen, sondern gelten für uns alle, sobald wir uns einer Masse anschließen und die Verdrängungen eben durch Regression aufgehoben sind. Also sei es im Fußballstadion, beim Rockkonzert oder auch bei einer Demonstration. So betonte auch Adorno in der Schrift Die Freudsche Theorie und die Struktur der faschistischen Propaganda von 1951, dass der Faschismus nicht psychologisch erklärt werden könne.
Es gäbe keine psychologischen Dispositionen, die zum Faschismus führen, sondern umgekehrt nutzt der Faschismus die Psychologie der Massen und verwandelt sie in ein Mittel zu ihrer Beherrschung. Dies steht nun jedoch in einem gewissen Spannung zum Konzept des autoritären Charakters. Denn betrachtet man diese Konzeptualisierung genauer, lässt sich feststellen, dass ihr eben nicht die Freudsche Vorstellung zugrunde liegt, sondern eher die Vorstellung einer Massenseele im Sinne Le Bons. Also die Annahme, es sind spezifische Menschen, die von Massen angezogen werden. Demgegenüber möchte ich nun die Freudsche Massenpsychologie wieder aufgreifen und folgende These aufstellen. Die Eigenschaften, die für den autoritären Charakter spezifisch scheinen, sind weniger eine Frage des Charakters oder der Persönlichkeitsstruktur, sondern entstehen durch die Lockerung der Abwehr, die eintritt, wenn sich Menschen in Massen befinden. Dies wiederum steht auch in Übereinstimmung mit der gerade zitierten These Adornos, dass es eben keine spezifische psychische Disposition für den Faschismus gäbe. In dieser Linie möchte ich dann im Folgenden auch die Empfänglichkeit für Antisemitismus auf eine breitere Argumentationsbasis stellen. Denn es scheint nicht plausibel, dass nur Personen mit einer autoritären Persönlichkeitsstruktur zum Antisemitismus neigen. Daher muss eine psychoanalytische Argumentation auf Konzepte zurückgreifen, die auch für Personen mit anderen Persönlichkeitsstrukturen gelten. Die dichotome Gegenüberstellung eines autoritären und eines liberalen Charakters seitens der kritischen Theorie greift jedenfalls zu kurz. Inzwischen ist dies auch hinlänglich und konstruktiv kritisiert worden, was ich hier leider angesichts der gebotenen Kürze nicht vorstellen kann. Ich möchte mich in meiner Kritik nur auf den Begriff des Unbewussten im Konzept des autoritären Charakters beschränken. Mit Freud teilt die kritische Theorie die Vorstellung von Psychologie als wesentlich negative, also das heißt durch die Vorstellung des Unbewussten definiert. Doch scheint Freuds Diktum, wo es war, soll ich werden, affirmativ verstanden zu werden als Forderung, ich zitiere Adorno, als Forderung nach einer Befreiung des Menschen von der heteronomen Herrschaft seines eigenen Unbewussten. In einer solchen Formulierung schimmert Aufklärungshoffnung durch, dass es vielleicht möglich sein könnte, sich vom Unbewussten zu befreien. Während sich in Freuds Schriften eben auch immer wieder Hinweise auf diese Hoffnung finden, formuliert er an anderer Stelle pointiert als Ziel einer Psychoanalyse, eine sichere Überzeugung von der Existenz des Unbewussten zu erwerben, also das heißt, die Einsicht in den heteronomen Kern des eigenen Ich zu gewinnen. Und genau dies begreift die alteritätstheoretische Psychoanalyse als Aufgabe und erinnert an die Inkommensurabilität und die grundlegende Fremdheit des Unbewussten. Eine solche Konzeptualisierung erscheint mir als adäquate Grundlage für eine produktive Verbindung von kritischer Theorie und Psychoanalyse. Daher möchte ich meinem zweiten Punkt kurz die Grundzüge einer solchen alteritätstheoretischen Psychoanalyse skizzieren. Die alteritätstheoretische Psychoanalyse kreist um den, die oder das andere und geht von einer spezifischen, von einer irreduziblen Fremdheit des anderen aus. Sie gründet in den Arbeiten von Jean Laplanche, einem französischen Analytiker, möglicherweise ist er Ihnen bekannt als Autor des Vokabulars der Psychoanalyse. Er war Analysant von Jacques Lacan und nahm dessen Kritik an der Ich-Psychologie und dessen Motto zurück zu Freuds Texten ernst. Man könnte sein Verhältnis zu Lacan auf ähnliche Weise beschreiben wie das von Hegel und Marx. Wie letzterer Hegel hat Laplanche Lacan sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt und dessen idealistische Herangehensweise durch eine materialistische ersetzt. Zentrale Bedeutung besitzt für ihn eben nicht die Sprache, sondern die Interaktion mit dem anderen. Ausgangspunkt ist sein Verständnis des Unbewussten mit einem irreduzibel sexuellen Kern als radikal Fremden. Wenngleich sich die meisten PsychoanalytikerInnen nach wie vor auf das Unbewusste berufen, hat sich doch die Vorstellung davon inzwischen wesentlich geändert, insbesondere was den Stellenwert des Sexuellen betrifft. Dessen theoriearchitektonische Bedeutsamkeit wird zumeist unterschätzt. Doch ohne diesen zentralen Pfeiler
gerät das gesamte psychoanalytische Theoriegebäude ins Wanken. Daher möchte ich nun ganz kurz darlegen, warum alteritätstheoretische Psychoanalyse darauf zielt, Alterität aufrechtzuerhalten und wie sie dies methodisch umsetzt. Mit der Zerschlagung der Psychoanalyse durch den Nationalsozialismus in Deutschland, der Destruktivität im 20. Jahrhundert und der Verlagerung des Schwerpunkts der Psychoanalyse in die USA verschob sich der Fokus von Trieb und Konflikt hin zu Strukturen wie Ich, Selbst oder Mentalisierung und Objektbeziehung. Letztere wurde zunehmend konkretistisch verstanden. So erscheint etwa in der Bindungstheorie der Einfluss von Bindungspersonen, insbesondere jener aus der frühen Kindheit, als zentral für das Verhalten und Erleben und eben nicht länger das dynamische Unbewusste mit seinen inhärenten Konflikten. Das Erleben und Verhalten wird kaum noch als Ausdruck von psychischer Arbeit wie Verdrängung, Verschiebung oder Verdichtung betrachtet. Besonders eindrücklich zeigen sich diese Theorie architektonischen Verschiebungen am Narzissmus und seine Behandlung. Während Freud ihn noch triebtheoretisch auffasste, wurde er bald in den Kontext der Objektbeziehungen eingebettet und veränderte das analytische Arbeiten grundlegend. So stehen nicht mehr unbewusste Konflikte im Zentrum, sondern Affekte und Impulse. Wirkmächtig war dabei insbesondere Ferencis Vorstellung eines intrauterin angesiedelten Bedürfnisses nach uneingeschränkter Befriedigung, das Balint zum Konzept der primären Liebe weiterentwickelte, einer harmonischen Verschränkung zwischen dem Säugling und seiner Bezugsperson. Romantisierende Vorstellungen eines paradiesischen Urzustands, der immer wieder angestrebt werde. In solchen Konzeptualisierungen wird der Konflikt nicht im Inneren der Person angesiedelt, sondern tritt, wenn überhaupt, in den Beziehungen zu anderen auf. Es ist also nicht länger das Fremde im eigenen, der Riss im Inneren, der die gegenwärtige Psychoanalyse beschäftigt. Entsprechend der verschiedenen Konzipierungen von unbewusstem Trieb und Konflikt existieren auch unterschiedliche Vorstellungen vom anderen. Im Unterschied etwa zur intersubjektiven Psychoanalyse geht es im alteritätstheoretischen Ansatz nicht um einen anderen, dessen Differenz anerkannt werden muss, sondern um einen anderen, der das Subjekt anspricht, der es trifft, berührt und zum Antworten bringt. Als ein solch responsives Verhältnis konzipiert Laplanche die sogenannte anthropologische Grundsituation, die Konstitution des Subjekts unter dem Primat des anderen. Laplanche verknüpft die Alterität mit dem Sexuellen, ich zitiere, das Primat des Sexuellen öffnet direkt hin zur Frage des Anderen und wenn es sich um ein Kind handelt, heißt das hin zum Erwachsenen in seiner Fremdheit. Soweit Laplanche. In seiner allgemeinen Verführungstheorie legt er dar, dass der Trieb in der anthropologischen Grundsituation in der Begegnung mit dem erwachsenen Anderen und eben nicht aus einer genetischen Anlage heraus entsteht. Das Sexuelle wird vom Erwachsenen ins Kind intromittiert, das ist ein Neologismus von Laplanche, also es wird hineingeschickt und lehnt sich an physiologische Vorgänge an. Vom Erwachsenen gehen sogenannte rätselhafte Botschaften aus, die sich an das Kind richten und diese Botschaften müssen vom Kind übersetzt, entziffert werden, was aber immer nur ansatzweise gelingt. Und aus diesem Übersetzungsprozess heraus bildet sich dann das kindliche Unbewusste und das Sexuelle. Also das heißt, die psychische Struktur entsteht in einer sozialen Situation. Laplanche konzipiert damit die menschliche Entwicklung nicht, wie in der Psychoanalyse sonst üblich, vom Subjekt aus, sondern umgekehrt vom anderen, Fremden und Unverfügbaren her. In der neuen Folge der Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse von 1933 formuliert Freud sein schon genanntes Diktum, wo es war, soll ich werden. Er sieht darin die Aufgabe der Psychoanalyse und eine Kulturarbeit, wie etwa die Trockenlegung der Säudersee. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Freud mit dieser Metapher technischen Fortschritts bzw. gewaltsamer Naturbeherrschung gegen Ende seines Lebens wieder hinter die Errungenschaften seines Frühwerks, also der Konzeptualisierung einer Wahrung des Unbewussten, zurückfällt, mit denen er als Aufklärer selbst die Grenzen der Aufklärung aufgezeigt hatte.
Die alteritätstheoretische Psychoanalyse hält nun am Ziel der Aufrechterhaltung von Alterität fest, der Wahrung des Unbewussten als etwas Unzugänglichem und Fremden. Die Akzeptanz des Unbewussten als anderem, das sich der Logik der Sprache grundlegend entzieht, stellt keine mythische Verklärung dar, sondern die Einsicht, dass es eben Strebungen im Menschen gibt, die sich der Aufklärung widersetzen. Dies widerspricht den Überzeugungen des deutschen Idealismus, die auch im psychoanalytischen Diskurs vertreten sind, prominent vor allem im Bereich der Ich-Psychologie, implizit auch in der intersubjektiven Psychoanalyse. Und es macht die Illusion von Autonomie und Selbstbestimmung sichtbar. Mir scheint, dass das Ringen zwischen dem aufklärerischen Ansatz und der Einsicht in dessen Begrenztheit nach wie vor in der psychoanalytischen Community virulent ist und sich eben seismografisch im Umgang mit dem Unbewussten und seiner Abwehr zeigt. Die alteritätstheoretische Konzeptualisierung versteht sich nun als Fortführung der frühen freudschen Triebtheorie. Sie bewahrt eine kritische Sicht auf die Illusion der Aufklärung und lässt sich daher trefflich verbinden mit der kritischen Theorie, aber auch mit poststrukturalistischen Ansätzen wie etwa Foucault, Derrida, Levinas oder auch Butler. Für den hier verhandelten Zusammenhang des Antisemitismus ist die Frage der Wahrung von Alterität von besonderer Bedeutung. Denn es besteht eine wichtige Funktion antisemitischer Haltungen, Einstellungen oder auch Ressentiments in eben dieser Verleugnung des anderen und der damit einhergehenden Ambiguität. So, nach diesen Grundlagen des Verständnisses, meines Verständnisses von Psychoanalyse, komme ich jetzt zum dritten Punkt, dem Antisemitismus aus psychoanalytischer Perspektive. Den zentralen Bezugspunkt psychoanalytischer Deutungen des Antisemitismus bildet Sigmund Freud. Er befasste sich nur an wenigen Stellen seines Werkes mit diesem Problem, am ausführlichsten in der späten Schrift Der Mann Moses und die monotheistische Religion aus dem Jahr 1938. Ins Zentrum des Judenhasses stellt Freud die religiöse Differenz von Christentum und Judentum. Er geht von der These aus, dass, ich zitiere, in der Wahnidee ein Stück vergessener Wahrheit steckt, das sich bei seiner Wiederkehr in Stellungen und Missverständnisse gefallen lassen musste. Soweit Freud. Die Genese des christlichen Judenhasses ergibt sich aus der Entstehung des Christentums aus dem Judentum. Ich zitiere nochmal. Alle diese Völker, die sich heute, also 39, im Judenhass hervortun, sind erst in späthistorischen Zeiten Christen geworden, oft durch blutigen Zwang dazu getrieben. Man könnte sagen, sie sind alle schlecht getauft. Soweit Freud. Ihr unbewusster Groll und Hass auf das eigene Christentum, die aus den moralischen Verpflichtungen und den damit verbundenen Versagungen resultierten, sind nach Freud auf die Quelle verschoben worden, von der aus das Christentum zu ihnen kam. Ich zitiere nochmal Freud, ihr Judenhass ist im Grunde Christenhass. Als weiteres unbewusstes Motiv des Judenhasses nennt Freud, zitiere nochmal, die Eifersucht auf das Volk, welches sich für das erstgeborene, bevorzugte Kind Gottvaters ausgab. An die Erwähltheit durch den Urvater knüpfe sich, nochmal Zitat, die Hoffnung auf Belohnung, Auszeichnung, endlich auf Weltherrschaft. All dies sind Dimensionen, die sich der Nationalsozialismus zu eigen gemacht habe. Daher sei es, nochmal Freud, auch kein unverständlicher Zufall, dass der Traum einer germanischen Weltherrschaft zu seiner Ergänzung den Antisemitismus aufrief. Soweit Freud aus dem Jahr 1930. Und schließlich rührt das Beschneidungsgebot im Judentum an verdrängte archaische Ängste. So erscheint der Kastrationskomplex als, ich zitiere, tiefste unbewusste Wurzel des Antisemitismus. Denn schon in der Kinderstube hört der Knabe, dass dem Juden etwas am Penis, er meint ein Stück des Penis, abgeschnitten werde. Und dies gibt ihm das Recht, den Juden zu verachten.
soweit Freud aus dem Jahr 1909. Verbunden ist diese Verachtung einerseits mit dem Gefühl von Überlegenheit, aber eben auch andererseits mit der Angst vor der Macht des Juden, der die Beschneidung durchführt. Die vor einigen Jahren mit hoher emotionaler Beteiligung geführte gesellschaftliche Debatte über ein Beschneidungsverbot in Deutschland vermag ein eindrucksvolles Beispiel dieser widersprüchlichen, unbewussten Dynamiken zu geben, in denen die Kastrationsangst vermutlich eine nicht unwesentliche Rolle spielte. Weitergeführt wurden Freuds Überlegungen von Otto Fenichel von 1946. Fenichel war einer der wenigen PsychoanalytikerInnen, der die Grenzen psychoanalytischer Erklärungen des Antisemitismus und seine politische Funktion reflektierte. Für Fenichel unterscheiden sich irrationale kollektive Verhaltens- und Denkweisen von individuellen, neurotischen oder psychotischen, ich zitiere, in zwei Punkten, nämlich in Bezug auf die gesellschaftlichen Sanktionen, die sie als gültig anerkennen, und im Hinblick auf die gesellschaftlichen Funktionen, die sie erfüllen. Insofern sei die Psychoanalyse von Antisemiten zwar unerlässlich für das Verständnis von Antisemitismus, aber keineswegs ausreichend. Da sich die menschliche Triebnatur in der Weimarer Republik vermutlich kaum von der im Nationalsozialismus unterschieden habe, könne die Psychologie keinen Beitrag zum Verständnis des Aufstiegs des Antisemitismus leisten. Vielmehr komme es entscheidend auf äußere gesellschaftliche Einflussfaktoren an. Die Psychoanalyse sei jedoch hilfreich, um den psychischen Grundkonflikt von Antisemiten zu verstehen. Charakteristisch für die Triebstruktur durchschnittlicher Deutscher sei damals ein Konflikt von Obrigkeitsdenken einerseits und Rebellionsneigung andererseits gewesen. Ich zitiere Fenichel: Der Antisemitismus verschaffte ihnen die Möglichkeit, diese beiden einander widersprechenden Bestrebungen zugleich zu befriedigen. Sie konnten sich sowohl ihrer Neigung zum Aufruhr in destruktiven Aktionen gegen wehrlose Menschen hingeben, wie auch ihrer Neigung zu respektvollem Gehorsam als Antwort auf die Befehle der herrschenden Mächte. Soweit Fenichel. Fenichel übernimmt damit die Grundzüge des von Erich Fromm in den 30er Jahren im Institut für Sozialforschung ausgearbeiteten Konzepts des autoritären bzw. sadistisch-masochistischen Sozialcharakters. Weil für Fenichel jedoch dieses Konzept eher pauschal die Verfolgung von beliebigen Minderheiten erklärt, ist für ihn der Abwehrmechanismus der Projektion allein nicht hinreichend als Erklärung. Hinzu kommt seiner Meinung nach noch der Mechanismus der projektiven Identifizierung, der infolge der Spezifität und der Eigenheiten von Juden diese als geeignetes Objekt ausmache. Ich habe Juden immer mit einem Sternchen geschrieben, um deutlich zu machen, dass es sich eben nicht um konkrete Menschen handelt, sondern um das Konstrukt des Juden. Fenichel greift hier Freuds Konzept des Unheimlichen auf. Ich zitiere: Mit ihrer unverständlichen Sprache und ihrem unbegreiflichen Gott erscheinen die Juden den Nichtjuden nur deshalb als unheimlich, nicht nur deshalb als unheimlich, weil sie nicht verstehen können und ihnen von daher alle möglichen Sünden zutrauen, sondern mehr noch, weil sie sie letzten Endes sehr wohl verstehen. Denn die Bräuche der Juden sind archaisch, das heißt, sie weisen Merkmale auf, welche die Nichtjuden einmal besessen, aber späterhin verloren haben. Soweit Fenichel. Juden werden daher mit dem verpönten Unbewussten, mit dem eigenen abgespalten Selbstanteilen identifiziert. Der Antisemit, ich zitiere nochmal Fenichel, sieht in den Juden alles, was ihm Elend bringt. Nicht nur seine gesellschaftlichen Unterdrückung, sondern auch seine eigenen unbewussten Triebe, die ihm durch die gesellschaftlich erzwungene Verdrängung blutig, schmutzig und schrecklich geworden sind. Mit seinem Ansatz erteilt Fenichel der verbreiteten Sicht vom Antisemitismus als Krankheit eine Absage. Er begreift ihn als herrschaftsstabilisierendes Geschehen, das Triebkonflikte mildert und Menschen gesellschaftsfähig macht. Diese Vorstellung wurde weithin aufgegriffen, von Adorno und Horkheimer bis in die Gegenwart hinein
wenngleich zumeist ohne den Begriff des Triebs. Ich erinnere an Detlef Clausen, Samuel Salzborn oder auch Wolfgang Hegener. Ich möchte daran ansetzen, ohne allerdings einen Grundkonflikt des Antisemiten anzunehmen, wie dies Fenichel tut, was zur Annahme einer autoritären Charakterstruktur führt. Stattdessen übernehme ich seine Vorstellung, dass dem Antisemitismus die zweifach stabilisierende Funktion zukommt, zum einen Triebkonflikte zu mildern und zum anderen politische Herrschaft zu stabilisieren. In meinem nächsten, vierten Punkt möchte ich die subjektiven Empfänglichkeiten, wie dies Adorno so treffend genannt hat, thematisieren. An ihnen dockt der Antisemitismus als Herrschaftsinstrument an. Ich möchte sie jedoch nicht wie die kritische Theorie auf der Ebene der Persönlichkeitsstruktur, sondern auf der Ebene der psychischen Konflikte ansiedeln. Diese Konflikte verweisen auf das unbewusste, verpönte Andere im eigenen, das sich nicht beseitigen lässt. Erst die selbstreflexive Wahrnehmung und Anerkennung, dass es sich eben so und nicht anders verhält, verhindert pathische Projektionen und ermöglicht einen konstruktiven, sozialverträglichen Umgang. Ich habe mein viertes Kapitel überschrieben mit Selbstreflexion statt pathische Projektionen, wie sich die eigene Empfänglichkeit für Antisemitismus erkennen lässt. Wie bisher dargelegt, erscheint die Figur des autoritären Charakters den Blick auf die eigene Empfänglichkeit zu verstellen. Ich möchte die These aufstellen, dass sie eben genau die Selbstreflexion verhindert, die methodisch doch als Besonderheit der Psychoanalyse gilt. So eingängig und nachvollziehbar viele Züge dieser Charakterstruktur auch sind, machen sie es fast unmöglich, sie auch auf sich selbst zu beziehen. Schon mit der Benennung autoritär ist eine Wertung und Distanzierung von den so Bezeichneten verbunden. Autoritäre Charakter sind immer nur die anderen. Der Begriff erscheint wie eine Diagnose, die etwas Pathologisches und Defizitäres beschreibt. Dies erscheint mir besonders dann als problematisch, wenn mit einer autoritären Charakterstruktur die Empfänglichkeit für den weit verbreiteten, latenten Antisemitismus erklärt werden soll. Mit der Annahme einer Persönlichkeitsstruktur wird unterstellt, dass jemand antisemitisch ist. Das heißt, Antisemitismus wird zu einem Teil, womöglich sogar zu einem charakteristischen Teil einer Person. Freilich gibt es solche manifesten und häufig auch gewaltbereiten Antisemiten, deren Gefährlichkeit unbestritten ist und die sicher auch als pathologisch betrachtet werden können. Diese Form ist vielfach untersucht und überzeugend beschrieben worden, etwa im Zusammenhang rechter Ideologien. Ich denke da an Arbeiten von Oliver Decker, Jan Lohl oder auch Sebastian Winter. Im Unterschied dazu ist aber der weit mehr verbreitete latente Antisemitismus nicht einer spezifischen Persönlichkeitsstruktur zuzuschreiben, sondern erscheint ubiquitär in kapitalistischen, westlichen Gesellschaften. Und ich möchte mich nur auf diese hier beschränken. Als Psychoanalytikerin bin ich davon überzeugt, dass niemand sich davor gefeit fühlen kann und zumindest unter Nichtjuden alle in irgendeiner Form, sei es bewusst oder unbewusst, daran teilhaben, wenngleich sicher in unterschiedlichem Ausmaß. Wenn wir über Antisemitismus sprechen, sprechen wir immer auch über uns selbst. Das ist vermutlich keine besonders populäre Einsicht, scheint mir aber nötig, damit die Konzeptualisierung des Antisemitismus nicht immer nur die anderen trifft und sich die Wahrnehmung auch auf alltägliche, unscheinbar wirkende Manifestationen richtet. Wichtig wäre diese Fokusverschiebung vor allem im Hinblick auf die Bekämpfung des Antisemitismus. Es ist inzwischen hinlänglich belegt worden, wie wenig erfolgreich faktenbasierte Aufklärung und Widerlegung der Klischees ist. Ein probates Mittel, selbstverständlich neben gesellschaftlicher Ächtung und Sanktionen, scheint mir daher in der Selbstreflexion zu liegen. Ein kleines Beispiel dazu. In meiner klinischen Praxis stelle ich immer wieder fest, wie verbreitet antisemitische Klischees auch unter gut gebildeten, sich politisch links oder liberal verstehenden Personen sind. Zumeist treten sie in Gestalt der Kritik
an Israel auf, gerade auch bei sehr engagierten jüngeren AnalysantInnen. Selbstverständlich kann ich im klinischen Setting nicht inhaltlich auf die Kritik eingehen, sondern suche diese als Abwehrbewegung zu verstehen. Ich möchte dazu ein kleines Beispiel geben. Ein etwa 30-jähriger Patient berichtet über ein Telefongespräch mit seinem Vater, das wie üblich ziemlich konflikthaft verlaufen ist. Der Vater lasse ihn kaum zu Wort kommen und wisse immer genau, was gut für ihn sei, besonders im beruflichen Bereich. Ständig mische er sich in sein Leben ein und gebe ihm Ratschläge. Der Patient ist genervt und beklagt, dass er dagegen nichts machen könne. Sein Vater hätte ihn immer schon kontrolliert und alles besser gewusst. Daher sei er auch in eine weit entfernte Stadt gezogen, es hätte aber nichts genutzt. Der Patient spricht weiter und erinnert Bilder aus den Nachrichten der vergangenen Tage. Israel habe Ziele im Gazastreifen attackiert. Der Patient empört sich wortreich und endet mit dem Satz: Die haben auch nichts gelernt und wollen die Palästinenser vernichten, wie die Nazis früher. Nach einer Pause wiederhole ich seinen letzten Satz. Er stutzt erst und beginnt sich dann herauszureden, um seine Scham zu überspielen. Im weiteren Verlauf können wir dann gemeinsam die Abwehr seiner Hilflosigkeit herausarbeiten und seine Teilhabe an gesellschaftlich bereitgestellten antisemitischen Semantiken. Sein Groll und Hass auf den Vater wurde auf Israel verschoben und befreite ihn vom Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Darüber hinaus erinnerte er sich, dass der Vater seinen Vater, also den Großvater des Patienten, in dessen Abwesenheit häufig als Nazi beschimpft hatte. Dies ist eine relativ unspektakuläre Szene, wie sie immer wieder in Analysen vorkommt. Hier zeigt sich kein selbstbewusster, auftrumpfender oder gar aggressiver Antisemitismus, sondern eine Form, die ich vorbewussten Antisemitismus nennen möchte. Reproduziert werden dabei antisemitische Stereotype, ohne dass es der Person bewusst ist. Es wäre vermutlich nicht so hilfreich, diesen Patienten als Antisemiten zu bezeichnen, weil das seine Einsicht in die Teilhabe an gesellschaftlichen Sinnstrukturen behindern würde. Mit dem Vorwurf des Antisemitismus würde man vielmehr seine Scham noch vergrößern und damit eben genau die psychische Bewegung unterstützen, die mit der antisemitischen Äußerung abgewehrt wurde, nämlich die Ohnmachts- und Kleinheitsgefühle dem Vater gegenüber, die der Patient als narzisstische Kränkung, als Missachtung seiner Autonomie erlebte. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der wesentliche psychoanalytische Beitrag zur Erhellung des Antisemitismus besteht meines Erachtens weniger in der Anwendung psychoanalytischer Theorien, sondern in ihrem methodischen Vorgehen. Wie bereits Habermas in Erkenntnis und Interesse deutlich machte, stellt Psychoanalyse eine Wissenschaft dar, für die Selbstreflexion konstitutiv ist. Das scheint mir gerade für die Beschäftigung mit Antisemitismus relevant. Im Umgang mit vorbewusstem, latenten Antisemitismus kommt es nicht allein auf die Identifizierung der problematischen Äußerungen von anderen an. Es geht vielmehr um ein Bewusstwerden der Problematik durch Selbstreflexion und Einsicht eines gemeinsamen Teilhabens an diesen grundlegenden gesellschaftlichen Semantiken. Wie in der klinischen psychoanalytischen Praxis geht es um ein Hindeuten und Gewahrwerden als Voraussetzung für Veränderung. Im Unterschied dazu scheint mir die Konzeptualisierung von psychopathologischen Charakter- bzw. Persönlichkeitsstrukturen auf der einen Seite zu global, weil sie sich eben auf den festgefügten Gesamtzusammenhang einer Persönlichkeit bezieht. Dies mag für einen kleinen Teil von manifesten Antisemiten gelten, lässt aber die breite Mehrheit unberücksichtigt. So erscheint diese Konzeptualisierung dann auf der anderen Seite nicht global genug, weil sie eben keine Erklärung liefert, die potenziell für jedes Mitglied einer kapitalistischen Gesellschaft gilt. Pointiert formuliert könnte man sagen, das Konzept des autoritären Charakters dient der eigenen Entlastung, weil man es kaum auf sich selbst bezieht und nur die anderen für Antisemiten hält. Es ist an der Zeit, die enge Verbindung der drei Schwerpunkte Autoritarismus, Faschismus und Antisemitismus aufzulösen, die aus diesen großen sozialpsychologischen Studien des letzten Jahrhunderts stammt.
So naheliegend sie damals war, so sehr beschränkt sie heute den Blick. Hinzu kommt, dass die Empfänglichkeit für antisemitische Meinungen, wie Adorno dies formulierte, nicht gleich eine gesamte Persönlichkeitsorganisation voraussetzt, sondern bereits ausreichend, wie ich finde, auf der Ebene universeller psychodynamischer Konflikte erklärt werden kann, wie ich oben an dem skizzierten Autonomiekonflikt zu zeigen suchte. Statt einer Erklärung des Antisemitismus, wie ihn die Konzeptualisierung des autoritären Charakters versucht, möchte ich, das ist mein letzter Punkt für heute, eine funktionale Argumentation vorschlagen, die im Antisemitismus eine Lösung für das Problem konflikthafter Begehrensstrukturen sieht. Statt an der Figur eines festgefügten Sozialcharakters werde ich die Empfänglichkeit für antisemitische Klischees an der psychischen Verarbeitung der psychosexuellen Grundkonflikte ansiedeln. Die Psychoanalyse betrachtet diese Konflikte als zentral für die menschliche Entwicklung. Sie entstehen zunächst in Anlehnung an instinktgebundene körperliche Bedürfnisstrukturen wie Nahrungsaufnahme und Verarbeitung sowie Sozialität und Bindung. Davon lösen sie sich wieder, entwickeln sich vom Bedürfnis zum Begehren. Je nach beteiligter Körperzone nimmt das Begehren verschiedene Formen an. Grob lassen sich bekanntlich orale, anale, genitale und narzisstische Begehrensformen und Begehrenskonflikte unterscheiden. Sie sind nicht auf die frühe Kindheit beschränkt, wie dies häufig angenommen wird, sondern sie liegen jeglicher psychischen Aktivität im gesamten Verlauf des Lebens zugrunde. Die Verarbeitung dieser Konflikte verläuft unbewusst und wird als Abwehr bezeichnet. Das mag etwas missverständlich klingen. Abwehr jedoch meint nichts Negatives, sondern sie hat schützende, protektiv-defensive Funktion und ermöglicht das psychische Funktionieren. In der Regel steht dafür das gesamte Spektrum der Abwehrformen zur Verfügung, also beispielsweise Projektion, Verdrängung, Sublimierung, Reaktionsbildung, um nur einige zu nennen. Es gibt aber nicht nur einen Trieb und ein Begehren, wie das der Trieb inzwischen bezeichnet wird, sondern es gibt eine Vielzahl von Begehrens- und Konfliktformen, die sich sowohl situativ als auch im Verlauf des Lebens verändern können. Im ungünstigen Fall verhärten sich einige Abwehrformen und entwickeln sich zu psychischen Symptomen. So verhärten sich etwa die Projektionen beim Antisemitismus. Adorno nennt dies pathische Projektion. Es wird das verpönte Eigene, in diesem Fall Aggressionen, Vernichtungswünsche oder Machtstreben, anderen zugeschrieben und an den anderen bekämpft. Dies geschieht in unterschiedlichem Ausmaß. Es muss nicht zu gewalttätigem Judenhass führen, sondern kann sich auch in eher beiläufigen, vorbewussten antisemitischen Klischees äußern, wie ich das an der kleinen Fallvignette gezeigt habe. Die Abwehr des verpönten Begehrens ist ubiquitär. Sie vollzieht sich eben nicht isoliert individuell, sondern greift auf gesellschaftliche Semantiken zurück. Die Konstruktion des Juden bietet eine solche Semantik. Ich verstehe die psychischen, unbewussten Abwehrformationen sozusagen als Gelenkstelle zwischen den Subjekten und den gesellschaftlichen Semantiken. Also wie ein Puzzlestück verbinden sie die beiden Dimensionen des Begehrens auf der einen Seite und des Sozialen, der Sozialität auf der anderen Seite. Es wird gesellschaftlich festgelegt, welches Begehren verpönt ist, und die Gesellschaft entwickelt jeweils Semantiken, die zur Abwehr des Verpönten genutzt werden können. Und genau darin besteht nun meines Erachtens der psychische Gewinn gesellschaftlicher Ideologeme. Sie bieten eine sogenannte Lösung für die Verarbeitung des verpönten Begehrens und der damit verbundenen psychischen Konflikte. Insofern besitzen sie stabilisierende Funktionen. Der Antisemitismus erscheint nun als eine solche maßgeschneiderte Lösung. Er wirkt nicht nur psychisch stabilisierend, sondern hat gleichzeitig auch eine herrschaftsstabilisierende Funktion. Und eben dieses passgenaue Verhältnis von gesellschaftlichen Funktionen auf der einen Seite und konflikthaften Begehren auf der anderen Seite beschreibt das zentrale Moment seiner Persistenz, also seines Fortbestehens. Dies macht aus psychologischer Perspektive deutlich, weshalb der Antisemitismus in der Moderne so verbreitet ist und sich verschiedensten Gesellschaftsformen und psychischen Begehrenskonstellationen effizient anpasst.
Abschließend möchte ich die konflikthaften Begehrenskonstellationen unter dem Aspekt der Ambiguität skizzieren. Denn darin zeigt sich genau die Entsprechung von psychischem Konflikt und antisemitischer Semantik in spätkapitalistischen Gesellschaften besonders deutlich. Pointiert könnte man Ambiguitätstoleranz als Fähigkeit bezeichnen, mit uneindeutigen, sogenannt ambigen Situationen konstruktiv umzugehen, Mehrdeutigkeiten und Komplexität ertragen und Widersprüchliches nebeneinander stehen lassen zu können. Else Frenkel Brunswick verwendete diesen Begriff damals in den Studien zum autoritären Charakter. Dieser sei durch die sogenannte Ambiguitätsintoleranz gekennzeichnet. Sie wird zumeist als überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal betrachtet, das im Zuge des Durcharbeitens des ödipalen Konflikts in der frühen Kindheit entsteht. Doch ist diese Vorstellung inzwischen veraltet. Die psychosexuellen Konflikte werden nicht nur in der frühen Kindheit durchgearbeitet, sondern in den verschiedensten Lebenssituationen stets auf neue aktualisiert und müssen dementsprechend immer wieder verarbeitet werden. Ambiguitätstoleranz stellt daher weniger eine stabile Persönlichkeitseigenschaft dar, als vielmehr eine psychische Position, die eben immer wieder neu erarbeitet werden muss. Und in diesem eher fluiden Sinne verwende ich den Begriff der Ambiguitätsintoleranz, um die konfliktbedingte psychische Empfänglichkeit für antisemitische Semantiken zu beschreiben. Komplexität, Ungewissheiten und Mehrdeutigkeiten sind zwar menschliche Grunderfahrungen, scheinen aber an Umfang und Intensität in spätmodernen Gesellschaften und liberalen Demokratien zuzunehmen. Es gilt insbesondere für Krisen- und Transformationsprozesse. Es ist verschiedentlich festgestellt worden, dass Gesellschaften ihre Widersprüche und Konflikte zunehmend auf die Subjekte verlagern, zuletzt etwa von Amlinger und Nachtwey. Dementsprechend werden permanent Ambiguitätskonflikte aktualisiert. Das bürgerliche Ideal von Autonomie und Selbstbestimmung trifft dabei insbesondere in gesellschaftlichen Krisen auf massive Ohnmachtserfahrungen der Einzelnen. Der beschleunigte Wandel der Arbeitswelt sowie auch grundlegender gesellschaftlicher Ordnungsmomente wie beispielsweise der Geschlechterordnung setzt die Identitätskonstruktionen der Subjekte besonderem Druck aus. Identität gilt der Moderne als zentrale Forderung. Doch wird zunehmend unklar, was das eigene und was das fremde andere ist. Und diesen Verunsicherungen begegnet nun die antisemitische Semantik mit dem zentralen Gegensatzpaar von Identität und Nicht-Identität, wie Klaus Holz das beschrieben hat. Der eigenen Gruppe, der eigenen Nation und dem Volk wird das Jüdische als antagonistisch anderes entgegengestellt. In den antisemitischen Konstruktionen sind Juden kein Volk unter anderen, sie bilden keine Nation, sondern werden als international, als wurzellos gelesen. Sie werden konstruiert als Nicht- und Anti-Identität, die die Identität aller anderen bedroht, auflöst und zersetzt. Der gesellschaftlichen Identitätsforderung korrespondiert das psychische Konfliktgeschehen. Freud beschrieb seine bahnbrechende Konzeptualisierung des Unbewussten, nicht ohne Ironie nach Kopernikus und Darwin, als dritte narzisstische Kränkung. Der Mensch sei nicht länger Herr im eigenen Haus, sondern trage das andere der Vernunft als Kern des eigenen in sich. Die Identität enthält daher auch immer das Nicht-Identische. Von anderen Denktraditionen her kommt Adorno bekanntlich in seiner negativen Dialektik zu ähnlichen Einsichten, die allerdings in seinen Autoritarismusstudien kaum eine Rolle zu spielen scheinen. Die Ambiguitätstoleranz kann als Gegenstück zum identitären, instrumentellen Denken verstanden werden. Statt exaktem Identifizieren und den häufig illusionären Versuchen, Eindeutigkeit zu erreichen, ermöglicht sie Mehrdeutigkeit, das Nebeneinander von Widersprüchen und Unvereinbarem. Und genau dies entspricht auch den Vorstellungen einer alteritätstheoretischen Psychoanalyse, die eben nicht nach einer Auflösung des anderen, wie des Unbewussten, zielt, sondern umgekehrt nach dessen Aufrechterhaltung. Schon Freud beschrieb als Ziel einer Analyse die sichere Überzeugung von der Existenz des Unbewussten.
Und frei nach Hannah Arendt könnte man hinzufügen, dass es daran nichts zu beschönigen gäbe, sondern dass man sich damit abfinden müsse. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf dieses Gespräch.